herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier auf der Grünfelder Land. So, Johnny ist ein bisschen zu schwach auf der Brust, deshalb werde ich jetzt als so schnell wie möglich gucken, dass wir den Xerion von oben holen. Weil es bringt halt nichts, wenn ich mit Johnny einfach zu schwach auf zu schwaches Fahrzeug habe. Deshalb werde ich gleich mit dem Johnny wieder zum Feld fahren, ihn dort abstellen, Drescher zum Jürgen seinem Hof fahren, dort den Xerion holen und dann mit dem Xerion zum Feld umkoppeln und dann weiter sammeln. So ist der Plan. Ich sehe halt nichts, ey. Ich muss ja die Einnahmen ausschreiben, 1121, damit ich... Ah, und Steuern bezahlen, ich muss Steuern bezahlen, ey. Geld an den Hof überweisen, 4000 Öcken. So. Gut. Gut, gut, gut. Wenn es euch übrigens gefällt, das ganze Projekt hier, dann gerne mal auf Abonnieren klicken. Und einfach täglich in die Folgen reinschauen. Jeden Tag eine neue Folge Real Farming LS19 meets Reality von der Grünfelder Land. Immer um 16 Uhr. Da drüben eigentlich. Naja, egal. Stellen wir den direkt an die Seite, dann stört er nicht. So, Mist. Ich dachte, ich muss den nicht da hochfahren, aber... Wenn es so ist, dann ist es halt so. Na, was ist denn jetzt los? Warum kann ich das jetzt nicht abkoppeln? Heide, nein. So.
Gut. Dann rufe ich doch mal. Ne. Ich würde gerne noch ein Angebot schalten. Und zwar für Paletten und Kartons. Weil ich glaube, Kartonproduktion ist auch so ziemlich voll. Aber vielleicht warte ich damit noch bis nächste Woche. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo stand denn der Drescher? Irgendwo auf dem Hof. Naja. Guten Tag, Herr. Hallöchen. Sie, wie schaut's mit meiner Bestellung aus? Da müssen Sie mir noch mal ganz... Bestellung von dem Joskin, nee, von dem Forstteil und was war das zweite noch mal? Dem Forstteil. Der Forstmaschine und dem Hexer, das war's, genau. Ja. Ja, was müsste eigentlich los, bald ey. Da sein. Ich rufe Sie, so, soll ich es Ihnen liefern oder wie behalten Sie es gern? Der Jürgen wird mir das liefern. Okay, also soll ich dem dann Bescheid sagen? Das wäre optimal. Aber warten Sie mal, ich sehe gerade... Moment, ich muss mal gerade aufs Konto gucken. Ja, ich muss gerade sowieso nochmal den Neumann anrufen. Ach so, stimmt, da war ja was, weswegen ich die Bestellung nicht aufgeben konnte. Ja, okay. Ja, spielt mir auch ganz gut in die Hände, wenn es der Herr Razex macht, weil ich bin gerade im Erntestress. Jo, bis denn, ne? Tschüss. Ja. Jürgen. Ja, hallo? Hi. Du, dein Tor ist zu. Hast du irgendwo einen Schlüssel gebunkert? Warte, ich drück dir per Fernbedienung auf. Jo, hier brauchst steht, nur aufschieben. Hier steht auch noch so ein komisches Frontladerteil. Wie heißt das? So ein Fedelader. Ja, genau. Ah ja, ich komme jetzt gleich runter. Jo. Warte, ich drück dir auf. Der steht noch ein bisschen auf dem Weg. Ich stell dir mal auf die Seite. Jo, müsstest jetzt nur noch aufschieben. Dann müsstest du diesen Riegel. Ja, Moment, ich guck. Ja, passt. Gut, danke. Tschö. Tschö. Ups, der ist ja noch gar nicht zugeklappt. So. Den lassen wir einfach hier stehen, wird schon passen. Ab zum Feld.
ist denn hier los? Oh. Hab ich aus Versehen den Motor ausgemacht. Jetzt los! Warum nimmt denn der kein Gas mehr an? Volker Bahuna, hallo? Hallo, ist der Norman. Hi, Noemi. Jo, was ist los? Ja, ich wollte wissen, was mit dem Geld ist. Bei mir kam da nichts an. Hä? Was mit dem Geld? Na, meinem Kredit? Ach ja. Ja. Also dann schon wieder verschlammt. Ja. Kriege ich nochmal 10.000 extra, oder? Aha. Guter Witz. Ja, finde ich auch. Müsste jetzt gleich bei dir ankommen. Okay. Gut. Wenn es da ist, freue ich mich. Weil ja, kann ich auch für dich. Das LU und Landhandel steht jetzt auch für Landmaschinenkäufe zur Verfügung. Wieso das? Ja, weil wir expandiert sind zum Landmaschinenhändler. Okay. Gut. Jo, dann werde ich mir auf jeden Fall immer Vergleichsangebote holen, aber das hast du jetzt. Warte mal. Ab wann? Ab sofort. Ich hätte gern ein Angebot für einen Scorpion King und einen kleinen Jens Hacker. Jens Hacker, der den mit kleinen Kran? Nee, der ohne. Der ohne, okay. Und der Scorpion King. Jo. Ja, mach Standard, ich dir gleich. Standardbereifung. Ah, jo. Also so wie er ist. Mache ich dir den Preis für fertig. Jut, danke. Bitte. Tschö. Tschüss. Oh, warte mal, muss ich nur noch schnell den. Mal mit dem Händler schnacken, weil nicht, dass das hier jetzt doppelt geht. Sonst habe ich natürlich wieder ein Problem. Warum fährt er so langsam? Ich check das gar nicht. Komisch. Guten Tag, Herr Barona. Ja, das mit dem Geld, das zieht sich noch ein bisschen. Darum geht es nicht. Wie, darum geht es nicht? Sondern ich frage mich ernsthaft, was das hier soll. Was? Wollen Sie mich jetzt in die Pleite treiben, oder was? Wieso? Naja, seit wann darf im Landhandel
Landmaschinen verkaufen. Damit habe ich nichts zu tun. Ja, wer denn sonst? Wer ist ein Gemeinderat? Wie ich Ihnen letzte Woche schon gesagt habe, Herr Müller, hat sich das Kartellamt gemeldet im Sinne davon, dass es leider so ist, dass sie bisher ein Monopol hatten und es nicht zulässig ist. Gut, das heißt, dann dürfte ich jetzt auch hingehen und hier Saatgut verkaufen und alles? Im Grunde ja. Wenn sie das zu einem konkurrenzfähigen Preis anbieten können, ginge das. Okay, schönen Tag noch. Ich hatte aber auch noch was. Und zwar? Wie gesagt, das mit dem Geld, das dauert noch ein bisschen. Da würde ich dann nochmal mich bei Ihnen melden, wenn das Geld da ist. In Ordnung. Danke, tschüss. Ups, da ist wohl eine sauer. Oh, oh, oh. Tja, kann ich nichts machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.